Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Herr Führer, als Reichsarzt ist es, gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Inzwischen ist Berlin abgezogen. Von vor kommt der Beschuss. Ich muss hier weg. Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt, der deutsche Falke. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Komm, Soldat, haltet ihn im Auge. Führer, ist die 9. Armee verloren? Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsringen vorstoßende Zivilverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann entrüsten wir die Westfront. Ich glaube! Dann kann eine Wende doch nur eintreten, um den letzten Mann dafür einzusetzen. Das ist unsere Pflicht. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich den Russen mit 3 Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Kernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! We have taken objective apples. Und das bin ich. Das ist für die Geschichte. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Er wähnt sich bereits als Sieger zwischen 10 Kreiben. Ja, ich hatte recht, nicht in meine Pläne einzugreifen. Spurke, die sich am Obersalzplatz getrottet, war mir noch nie geholfen. Was hat er daraus gemacht? Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden. Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Bonzen. Überall Bonzen. Der Jäger hat mit meinen Augen zu nahe gefasst. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Den Tausenden von Verletzten, den Alten. Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stehen. Fahnenflucht! Ja! Zitrone! Ja, vielleicht das Wurfpedale, die man besser Gabel hält! Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorcht und stets jedes Mitgefühl versagt. Zitrone! Kommt der Beschuss! Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen! Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Kommen die anderen noch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einheit zu gebieten in der Lage ist? Meine Herren, der Führer! Ich will sofort zum Bericht! Trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen
müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann mal? Holen Sie mir, Fegelein! We have lost Objective Butter. Der treueste der Treue. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube! We have taken the sector. Himmler aus den Lübeck. Und Führer? Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Es ist gut, lieber Himmler. Tausend Dank! We have secured the sector. Die Gruppe Steiner wird vom Norden her angreifen und sich mit der Leutnerarmee vereinigen. Und was ist los? Woher kommt die Schießerei? Ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Es ist Gott. Gute Arbeit. Geht's noch. Dass dieser Kultur aus dem Westen Europa überschwemmt. Ich bin das letzte Bollwerk der gegebenen Gefahr. Ziel erobern. Kampf auf Berlin. Es wird deutsche Schicksalsschlacht. Ein Parfümille voll Bates! Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich hab das einmal mitgemacht! Das reicht! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Schiffdivisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Will ich heute den ersten Drehtag haben? Gar nicht, ihr war korrupt! Immer schon! Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Wir haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Ich werfe den Granate aus, Zossen! Was hat er daran gemacht? Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Der Russe steckt 12 Kilometer von Stuttgart. Keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen eine Götze, tausend der modernen Stahljäger, zur Verfügung stehen. Ja, 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 ja! Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der Leutnerarmee vereinigen. Erobert das Ziel dort! Nein!